Rund 1000 Menschen haben in der Gesamtschule Schinkel bis tief in die Nacht auf das Ende der Bombensprengung gewartet. Zum Teil sehr kurzfristig hatten die Osnabrücker erfahren, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Viele verbrachten deshalb den Abend im Evakuierungszentrum. Ich war sprachlos. Auf einmal steht bei mir vor der Tür einer und sagt, Sie müssen raus aus der Wohnung. Ich sag, was soll ich? Warum? Er sagte, Bombenalarm. Ach, seit wann? Und wann? Ja, jetzt sofort, sagt er. Ich sag, jetzt sofort? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind heute Mittag, also gestern Mittag, Mittwoch war es ja, um 12:30 stand die Polizei vor der Tür und hat uns gesagt, wir müssten sofort raus. Eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt, überhaupt irgendwas einzupacken. Und mit Baby dann hatte ich 10 Minuten, um alles zusammenzusuchen. Man konnte uns auch nicht sagen, wie lange das Ganze dann dauern wird. Und jetzt sind es 12 Stunden, ja. Wir haben erstmal geguckt, ob wir betroffen sind und dann, als wir es gewusst haben, sind wir direkt hergefahren. Familie, Kinder, Hund eingepackt und hierher. Und ist ja super organisiert hier. Es ist schon scheiße, weil ich hätte zu Hause auch wohl gern Fußball geguckt. Ja, ist echt blöd, weil zum Beispiel ich bin ja noch ziemlich klein. Ich brauche meinen Schlaf und wenn ich dann morgen in die Schule komme, dann kippe ich ja schon um. Abwarten und Tee trinken hieß es für die Evakuierten. Allerdings riss bei einigen der Geduldsfaden. Für ihren Geschmack war der Informationsfluss nicht immer ausreichend. Gespräche mit Ihnen, genau um diesem Argument vorzubeugen und Ihnen vielleicht die Information zu geben, die Sie wissen wollen. Ich bemängle diese Informationslücke. Wenn man informieren kann, wo das Essen ausgegeben wird, kann man auch Informationen ausgeben. Allerdings taten die Hilfskräfte alles, um den Menschen in der Gesamtschule das Warten so angenehm wie möglich zu machen. Also heute sind wir ganz spontan. Spontaner geht es ja kaum noch. Und momentan sind wir ja dabei, alles zu organisieren, damit wir die Personen, die jetzt noch kommen, unterbringen können. Und das ist momentan sehr viel. Wie Leute kommen denn noch? Was glauben Sie denn? Also wir haben sportlich wohl mal geschätzt 1000 Leute. Für einige wurde der Abend zu lang und sie nahmen sich eine Auszeit. Schließlich war es 1 Uhr nachts, als die Bombe explodierte und die Menschen in ihre Wohnungen endlich zurückkehren konnten.